Herzlichen Dank, Herr Novakov. Frau Krehl, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf einen Aspekt der Debatte eingehen, nämlich die Frage der Flexibilität zwischen den Fonds und anderen Programmen der Europäischen Union. Wir schlagen Ihnen in unserem Kompromiss vor, dass wir beispielsweise Forschungsprojekte, die nicht unter Horizon finanziert werden können, weil möglicherweise das Budget nicht reicht, dass die Regionen das durch die Strukturfonds finanzieren können. Wir schlagen Ihnen vor, dass bis zu einem bestimmten Limit die Regionen mit InvestEU zusammenarbeiten können. Und wir schlagen Ihnen vor, dass wir einen angemessenen Beitrag zur Connecting Europe Facility, nämlich 4 Milliarden Euro, transferieren werden. Und wir schlagen Ihnen ebenfalls vor, dass wir auch zwischen den Fonds eine ausgewogene Flexibilität haben, die es den Regionen ermöglicht, zielgenau in Projekte zu investieren. Das heißt für uns, für bessere Effizienz ja, aber wir wollen nicht, dass die Kohäsionspolitik durch weitere Transfers gekürzt wird. Wir werden heute abstimmen über eine moderne Kohäsionspolitik für die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Und deswegen möchte ich werben, bei meinen Kolleginnen und Kollegen die Zustimmung zu geben zu dem Bericht, den Herr Novakov und ich vorlegen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die tolle Zusammenarbeit mit den Schattenberichterstatterinnen, mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich bedanken beim Sekretariat, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen und der Kollegen. Es war eine tolle Zusammenarbeit und ich denke, wir schlagen ein gutes Ergebnis vor, vor dem wir wirklich auch sagen können, es ist zum Wohle unserer Region, zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner in den Städten und Gemeinden. Lasst es uns anpacken, lasst uns dann auch die Verhandlungen in den Trilog mit dem Rat beginnen, damit die Region Planungssicherheit so früh wie möglich bekommt. Ganz herzlichen Dank.